Sechs ungewöhnliche Zeichen, das dritte Auge zu öffnen. Verändere deine Wahrnehmung. Unser drittes Auge, auch Stirnchakra genannt, erfüllt genau diesen Zweck. Es soll unsere Wahrnehmung schärfen und unser Bewusstsein öffnen. Physiologisch betrachtet sitzt das dritte Auge an der Nasenwurzel zwischen den Augenbrauen. Seine Entsprechung aus Sicht der konventionellen Medizin ist die Zirbeldrüse. Sie reguliert unseren Hormonhaushalt und sorgt unter anderem für die Produktion der Stimmungs- und Schlafhormone Melatonin und Serotonin. Ist unser drittes Auge geöffnet und hellwach, spüren wir förmlich, wie Körper, Geist und Seele miteinander im Gleichklang sind. Wir nehmen unsere Umwelt stärker und sehr viel detaillierter wahr. Wer sein Stirnchakra öffnet, öffnet seinen Blick auf die sichtbare Welt und die unsichtbare. Die Chakrenlehre kennt mehrere Wege, das dritte Auge zu öffnen. Sechs eher ungewöhnliche möchten wir dir in unserem heutigen Podcast vorstellen. Nummer 1. Entdecke deine kreative Seite. Jeder Mensch trägt mindestens ein künstlerisches, musisches oder literarisches Talent in sich. Du musst dafür auch gar nicht selbst zu Pinsel oder Instrument greifen. Es reicht, wenn du etwas findest, das dich inspiriert und dir Glücksgefühle verschafft. Ein schönes Musikstück, etwa das Bewundern von farbenfrohen Bildern oder das Lesen von Gedichten, kann in unserem Inneren tatsächlich eine Glocke zum Klingen bringen. Der Genuss der schönen Künste, ob aktiv oder passiv, versetzt uns nicht nur emotional in eine Hochstimmung. Er sorgt darüber hinaus dafür, dass unser Gehirn vorübergehend abschalten kann. Dieser Vorgang ist wichtig, wenn das dritte Auge übernehmen soll. Verstand und Intuition kommen sich dann nicht unnötig ins Gehege. Nummer 2. Aktiviere deine Zirbeldrüse. Dem spirituellen Stirnchakra liegt aus medizinischer Sicht die Zirbeldrüse zugrunde. Dieser zapfenförmige Teil unseres Gehirns reguliert, wie bereits erwähnt, den Hormonhaushalt und sorgt für gute Stimmung und nicht minder guten Schlaf. Eine Möglichkeit, das dritte Auge zu öffnen, ist daher, ihren biologischen Kern zu stimulieren. Neben täglicher Meditation gibt es dafür noch andere Möglichkeiten, die mit wenig Aufwand praktizierbar sind. Viele erfahrene Yogis und Wissende schwören auf ätherische Öle. Allen voran ist hier das kostbare Neroliöl zu nennen. Eine Duftlampe mit einigen Tropfen davon zu füllen, verströmt einen wunderbaren Duft und regt die Funktion unserer Zirbeldrüse zuverlässig an. Immer ein guter Tipp, wenn es um die Hormone Serotonin und Melatonin geht: Sonnenlicht. Wer dafür täglich nur 15 Minuten im Freien verbringt, aktiviert mit Hilfe der Sonnenstrahlen ebenfalls das Backup seines dritten Auges. Ganz besonders freut sich unsere Zirbeldrüse über positive Schwingungen. Am einfachsten erzeugen wir solche, indem wir laut singen. Egal, ob im Chor oder als ambitionierte Solisten unter der heimischen Dusche. Hauptsache, unsere eigene Stimme bringt uns innerlich zum Klingen. Ein paar falsche Töne spielen dabei übrigens keine Rolle, solange das Gefühl ein gutes ist. Nummer 3. Loslassen von Ängsten, Zweifeln und Denkblockaden. Dieser Punkt ist wichtig, doch er fällt den meisten Menschen unglaublich schwer. Wir ahnen häufig gar nicht, wie viele Blockaden uns in unserem Kopf und in unserem Herzen davon abhalten, der spirituellen Erleuchtung näher zu kommen. Negative Glaubenssätze, Überzeugungen, an denen wir, ohne sie regelmäßig auf Aktualität zu überprüfen, stur festhalten, Zweifel, diffuse Ängste vor der Zukunft und die ständige Frage, was andere Menschen von uns denken, gehören hier dazu. Die Reihen dieser unsichtbaren, aber mächtigen Barrieren schließen das Vergleichen mit anderen und das Festhalten an weltlichen Zielen wie Geld, Macht oder Status. Wer sich zu den wirklich und wahrhaftig Wissenden zählen möchte, muss sich vom inneren Kleinkrieg, der ständig in uns tobt, verabschieden. All die winzigen, künstlich geschaffenen Probleme explodieren in unseren Gedanken zu riesigen Dramen, obwohl sie in Wirklichkeit keine Sekunde des Ärgerns wert sind. Wer sich seinem Inneren widmen möchte und das dritte Auge dafür nutzen, wofür es geschaffen ist,
muss die äußere Welt mit all ihren Nichtigkeiten loslassen. Nummer 4. Bleib neugierig und offen für Neues. Es schadet unserem Horizont generell nicht, unsere Bequemlichkeit und Trägheit von Zeit zu Zeit ein wenig herauszufordern. Wer niemals auch nur einen Schritt aus der antrainierten Komfortzone wagt, wird kaum wachsen können, weder persönlich noch spirituell. Wenn du dein drittes Auge öffnen möchtest, führt ein schneller Weg dorthin über das Überwinden von Hemmungen und Ängsten. Jeder Mensch hat kleine und große Dinge, die er fürchtet, aber trotzdem wahnsinnig gerne einmal machen möchte. Wage einige davon, beginne ruhig mit den unspektakulären und solchen, die weniger Mut und Überwindung erfordern. Du wirst sehen, Erkenntnis und Weisheit wachsen mit den gemeisterten Aufgaben, die wir uns selbst stellen. Nummer 5. Tausche Glück gegen inneren Frieden. Das Glück ist nicht nur ein flüchtiges Gefühl, es wird in unserer Vorstellungswelt leider auch maßlos überschätzt. Glücklich zu sein ist keine Flatrate, an der wir uns jeden Tag ohne Limit bedienen können. Die Momente sind es, die Augenblicke, die uns ein Gefühl von echter Glückseligkeit offerieren. Das englische Wort Happiness vermittelt diese Schwingungen perfekt. Denk immer an dieses berühmte Zitat: Viele Menschen versäumen das kleine Glück, während sie auf das große vergebens warten. Deine Wahrnehmung und dein drittes Auge müssen die Chance erhalten, sich jeden Tag solchen kostbaren Momenten widmen zu dürfen. Aus der Summe dieser Augenblicke ergibt sich kein rasend schönes Glücksgefühl, aber das, was wir im Allgemeinen unter innerem Frieden verstehen. Wer die Schönheit des Lebens in jeder netten Begegnung, jeder freundlichen Geste und in der Schönheit der Natur zum Beispiel erkennen kann, wird immer ein zufriedener Mensch sein, dessen spirituelle Erleuchtung dann nichts mehr im Wege steht. Nummer 6. Wage einen Perspektivenwechsel. Was denkst du über die Welt, deine Mitmenschen und all die vielen Dinge, die sich täglich um dich herum ereignen? Bist du überzeugt davon, dass alles so sein muss wie in deiner Vorstellung? Oder wärst du bereit für ein paar Gedankenexperimente? Wir wachsen mit unseren Prinzipien auf, das geht gar nicht anders. Was unsere Eltern und Großeltern uns vorgelebt und gepredigt haben, übernehmen wir praktisch ungefiltert. Nicht alles davon muss schlecht sein, im Gegenteil. Traditionen und Werte, Moralvorstellungen und ethnische Grundsätze von klein auf mitzubekommen, ist eine wertvolle Voraussetzung für später. Doch wie wir wissen, ist das Leben ein ständiger Wandel. Wenn der Wahlspruch »Bleib in der Heimat und nähre dich redlich« beispielsweise zu Lebzeiten unserer Großeltern noch durchaus Sinn gemacht hat, muss das heute und für dich nicht mehr gelten. Viele klassische Strukturen wie das konventionelle Familienbild von Vater, Mutter und Kind oder das Berufsleben haben sich in den letzten Jahrzehnten drastisch verändert. Was früher vielleicht gut funktioniert hat, kann mittlerweile zum reinsten Bremsklotz für unser Vorankommen in der Welt geworden sein. Akzeptiere andere Lebensweisen als die deine und versuche, dich in Menschen hineinzuversetzen, die das Projekt Leben ganz anders anpacken als du. Wenn du gerne liest, greif zu Biografien berühmter Menschen, die dich inspirieren. Du wirst sehen, wie viele Wege nach Ruhm und somit auch zur Erleuchtung führen können. Unser heutiges Fazit: Bewusstseinserweiterung oder Reizüberflutung? Das chinesische Sprichwort »Sei vorsichtig mit deinen Wünschen, sie könnten in Erfüllung gehen« passt perfekt zum Begehr, unser drittes Auge zu öffnen. Du weißt vorher nie, was es dir alles zu zeigen hat. Die Welt ist voller Wunder, aber auch voller Menschen und Ereignisse, über die wir uns nur wundern können. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben. Und um keine neuen Beiträge zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.